Als erstes und zum ersten Mal schauen Carsten und Robert gleich beim heutigen Gastgeber rein. Alex ist, finde ich, sehr eloquent, wie ich finde. Kritisch, nimmt sehr viele Sachen, versucht sie so auseinanderzuziehen, viel immer alles so für sich zu betrachten. Ich glaube nicht, dass Alex einen Nachteil haben wird als ungelernter Koch, weil die Theorie kennt er sich wahnsinnig gut aus, hat eine riesen Bandbreite vom Wissen her. Er hat Bock zum Kochen, er ist leidenschaftlicher Koch, leidenschaftlicher Genießer. Ja. Er wird die Freude, die er an dem Beruf hat oder dass er was erlebt, auf den Teller bringen. So, und jetzt kommt noch eine kleine Überraschung für alle da draußen. Ne? Also für mich war es überraschend. Der Alex ist ein Quereinsteiger. Er ist ungelernt, hat er sich alles selber beigebracht. Die Leidenschaft fürs Kochen hatte er aber schon immer. Von der wollen sich auch die nächsten beiden Herren überzeugen, Holger und Lars. Finaltag heute, wa? Finaltag. Das Wetter stimmt, vielleicht stimmt auch das Essen. Zumindest ist eine Kleinstadt, also hier ist gut bürgerlich angesagt. Es wird nicht so viel Schuschü geben. Aber ich denke, wir sind sehr, sehr, sehr eng beisammen, alle zusammen. Und ich denke, der Mike wird das Zünglein an der Waage sein. 32, 36, 34, 34, glaube ich, ne? Ja, das ist wirklich eng. Die Punkte zeigen aber auch, wie stark Sachsens Gastro aufgestellt ist. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Alle wieder zusammen. Herzlich willkommen bei uns, bei mir an der Börse. Schön, dass ihr alle da seid. Kommt rein, fühlt euch wohl, sucht euch einen Platz. Ich bin gleich bei euch. Danke, gehen wir rüber. Bis gleich. Ich führe den Betrieb in der 5. Generation, aber staubig ist bei uns nur das Mehl. Und statt kaltem Börsenparkett herrscht hier eine rundum gemütliche Atmosphäre. Mit dem Betreten des Gastraums habe ich mich sofort wohlgefühlt, sofort angekommen. Ja, ein bisschen heimelig. Zu Hause, heimelig, ja. Ein kleines bisschen nostalgisch auch. Ich habe das so nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es eben so eine familiäre Atmosphäre tatsächlich ausstrahlt. Also im Menükasten draußen, da ist ja ein Aufkleber drin, Slow Food 2022. Das ist relativ aktuell, glaube ich, in der Slow Food Szene verwurzelt. Ich denke schon hier, dass die ganze Gegend viel hergibt. Ein Material, mit dem man spielen und arbeiten kann. Langsames Food, Slow Food. Mhm. Herkommen, genießen, sitzen und entspannen. Mhm. Und jetzt habe ich gerade so ein bisschen Gänsehaut-Moment, weil ich mich drauf freue. So, jetzt machen wir das mal ordentlich. Ne? Ich nehme auch mal den Hut ab. Erst noch mal von mir ganz herzlich willkommen bei uns in der Börse hier in Zwönitz. Es ist Finale. Entspannt euch, genießt die Zeit. Ich genieße die Zeit auch wenn ich nicht die ganze Zeit bei euch sein kann. Aber ich habe eine ganz tolle Vertretung hier. Das ist die Susanne. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir haben ja keine klassische Speisekarte. Bei uns ist die Speisekarte sehr lesefreundlich gestaltet. Ich übergebe dir, Susanne, noch mal die Getränkekarte und verabschiede mich schon mal in die Küche. Wir sehen uns dann. Alles guten Appetit. Langes Blättern entfällt da, die ganze Auswahl gibt's direkt auf einen Blick. Ich finde es schon cool, ne? Speisekarte auf der Tafel. Ne? Für alle können wir uns damit diskutieren, kann man schon mal reden. Kleine Getränkekarte dazu mit Grußwort und Veranstaltung. Aber fehlt dir da nicht was Haptisches in der Hand? Also ich vermisse nichts Haptisches in der Hand. Und vor allen Dingen bringt es Verbindung zum Gast, weil man etwas mehr erklären kann, richtig, etwas mehr zeigen kann und auch am Gast mehr arbeiten kann. Finde ich super. Passt. Daumen nach oben. Susanne nimmt fix alles auf und schon geht es ab. Die Vorspeisen will sich Lars nicht entgehen lassen. Hi Alex. Lars. Wie geht's denn so? Grüß dich, morgen. Was gibt's denn? Alles schick. Wir machen Ochsenschwanzkonsommee. Wir sehen jetzt eigentlich eine, nicht irgendwie einfach nur eine Ochsenschwanzbrühe, sondern die ist dann gleich mal geklärt mit Klärfleisch und hat natürlich mehr Wumms. Ne? Das ist dann eine Konsommee. Aber ich bin mal gespannt, ob wir jetzt den ersten Ansatz sehen oder den zweiten, weil die musst du schon mal ein bisschen auf ganz leichter Flamme köcheln. Und zwar der erste Ansatz. Und dann musst du das ja runterkühlen. Ich nehme mir jetzt den Ochsenschwanz. Mhm. Der kommt ja schon so vorzerteilt. Das ist einfach ganz schön für mich. Hab ich nicht so viel Arbeit. Wo hast du den her? Der ist jetzt hier von der Neuwischnitzer Fleischerei. Ochsenschwanz ist der von Muskelfleisch umgebene knöcherne Schwanzwirbel. Wobei legst du da besonderen Wert drauf? Also es sieht ja schon sehr, sehr, sehr gut marmoriert aus und auch sehr dunkel von der Farbe. Ich möchte gern regional kaufen, so gut ich kann. Ja. Ich bin ja auch abhängig von einem Metzgereibetrieb oder einem Zulieferer. Beim Neuwürschnitzer, bei meinen Kollegen sage ich immer, wenn ihr regional schlachtet, denkt bitte an mich. Das ist schon noch ein Vorteil, wenn man ein bisschen ländlicher lebt. Ne? Da haben wir meistens doch noch einen Metzger unseres Vertrauens. Und das macht dann halt auch Spaß. Ne? Und wenn der so ein bisschen aus der Neuzeit kommt und so ein bisschen experimentierfreudig ist, man kann über den Überlagerungen, Dry Age etc. reden, dann hast du gewonnen. Dass bei Alex keinen Kombidämpfer gibt oder auch sonst ein ähnliches Gerät, verwundert mich. Das habe ich noch nicht so gesehen. Er sagt ja selbst Slow Food.
hat die Zeit und die Gäste haben anscheinend die Zeit auch. Während das jetzt hier Röstfarbe kriegt, kümmere ich mich dann um das Gemüse. Gemeint sind Ingwer, Fenchel und Pastinake. Ich bin totaler Fan von Pastinake. Okay. Das ist so butterig, süß, einfach so cremig. Ja. Das nehme ich einfach mit. Ich weiß nicht, ob das bei so einer Konsommé nötig ist. Es kann sein, dass das von den anderen Komponenten übertüncht wird. Etwas, was Holger später merken wird. Oder eben nicht. Pastinake noch mit reingewürfelt. Eigentlich nicht so, was man so stark rausschmeckt. Würdest du das auch so bei dir machen? Also ich würde es jetzt nicht anmachen. Du bist dann die wievielte Generation hier in diesem Haus? Ich bin die Nummer 5. Oh. Wir sind seit 1907 mit der Schankerlaubnis unterwegs. Ja, und was auch charakteristisch ist, hier hat nie ein gelernter Koch gearbeitet. Okay. Was ihr nicht gelernt habt, das habe ich gewusst, aber dass das schon als Tradition hier in dem Haus durchgezogen worden ist, das habe ich noch nicht gewusst. Die sind meistens nicht so verkopft wie wir Gelernten. Dafür hat Alex genaue Vorstellungen. Sein Gemüse brät er ohne Öl in der Pfanne an. Boah, der Schwanz sieht aber gut aus. Ja. So, jetzt siehst du ja hier schon, geil, super, ne? Hier Karamell ist schon kross, ja, das brät hier oben schon. Alles in einen Topf geben und mit kaltem Wasser abschrecken. Danach mit Meersalz, Lorbeerblättern und Pfeffer binden. Ich gehe davon aus, dass es eine Ochsenschwanzbrühe ist, aber keine Konsommé. Eine Konsommé muss nochmal angesetzt werden. Man braucht das Klärfleisch, man braucht Gemüse, man braucht Eiweiß. Er beschleunigt zwar die Farbe über das Anrösten der Knochen plus Gemüse. Eine Konsommé ist es im klassischen Sinne nicht. Alles klar. Aber jetzt her mit den Tellern. Die Gäste haben ordentlich Appetit mitgebracht. Ich wünsche euch einen guten Appetit. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Zur Vorspeise spielt bei Carsten der Handkäse mit Musik und Butterbrot. Sauermilchkäse ist sehr säuerlich, sehr einfach gehalten. Der war vollkommen durchgereift und hatte dann die Konsistenz von einem Gummibärchen eigentlich. Das ist dann so. Es gibt ja diesen Käse in verschiedenen Reifeformen. Ne? Himbeer, Rotwein, Zwiebel würde ich sagen, weil ich denke, er hat hier Himbeerdressing genommen. Die Zwiebel hat ja ihre gewisse Schärfe und ihre gewisse Süße durch das Garn. Und das Himbeerdressing bringt dann diese Frucht rein und holt das Ganze irgendwo ab. Ich fand das Zusammenspiel der Aromen, der Süße, der Schärfe, der Röstaromen, gerösteter, gestoßener Kümmel, fand ich sehr ausgewogen und rund. Das Brot, ich gehe davon aus, dass es ein Roggenbrot ist, Sauerteig, sehr lecker. Und natürlich eine Butterbemme in Sachsen ist dann ideal, um dann die schöne Soße aufzuditschen, wo man reingeht in dieses Himbeerdressing und dann einfach sagt, leckeres Essen, feine Sache, toll. Schöne Sache, was Carsten da sagt. Hat ihm gut geschmeckt, für mich toller Start. Hoffentlich auch für Lars. Er hat den gratinierten Ziegenkäse mit gerösteten Walnüssen und Focaccia. Der Ziegenkäse ist sehr schön mit Zucker karamellisiert worden. Ganz sanft, also nicht schwarz, dass es irgendwie verbrannt oder bitter schmeckt. Innen ist er noch in fester Struktur, außen ist er weggeschmolzen. Natürlich nicht gewürzt, braucht er nicht. Ziegenkäse hat seinen eigenen Eigengeschmack, ist aber sehr mild. Wir haben die Feige entsprechend angewärmt worden, was immer sehr gut ist, weil die dann ihren Geschmack erst richtig entfalten kann. Hat auch ein bisschen Sesamöl, das habe ich erst am Ende geschmeckt, drüber getan. Die Walnüsse passen von ihrer leichten Bitterlichkeit gut dazu. Mir persönlich hätte es vielleicht noch gefallen, wenn er sie leicht ankaramellisiert hätte. Das wäre natürlich noch viel geiler gewesen. Da gibt es ein stimmiges Gesamtbild. Wo ich auch sehr begeistert bin, ist dieses hausgebackene Focaccia. Sehr saftig, sehr fluffig. Tomate und Basilikum, das ist schon sehr mediterran. Also er hätte hier durchaus auch was Einheimisches mit reinbringen können. Gerade in diesem Haus hätte ich das jetzt nicht so mediterran erwartet. Eieiei, Leute, hör auf, ne? Das ist eine völlig überzogene Kritik. Quatsch. Robert lässt sich dies hier schmecken. Ragoufin vom Kalb mit Baguette und Käsekruste. Nicht wie man es klassisch kennt, Keramikschale, sondern hier diesmal im Glas. Finde ich auch eine ziemlich coole Idee. Das Ganze ist mit einer richtig geile Kruste, mit einem richtig schönen kräftigen Käse. Ich denke doppelt überbacken, ne? Vielleicht Zucker. Das könnte vielleicht sein. Stimmt, und zwar mit Cheddar und Emmentaler. Der Käse war auch wirklich würzig, also jetzt macht der Cheddar Sinn, weil den habe ich jetzt so für sich selber nicht geschmeckt. Es ist reines Kalbsfleisch. Was ich vielleicht noch anmachen würde, wäre für mich ein bisschen Zitronenabrieb. Weil ich einfach gern die Säure mag, da reicht mir ein bisschen der Saft nicht. Vielleicht ein bisschen Kalbszunge noch mit rein. Bis dann, wenn die gekocht ist, nochmal so, die gibt nur so diesen weichen Kontrast. Und das Ganze halt vielleicht noch
ein Ticken würziger. Von einem Ragout-Fond lasse ich mich jetzt so leicht nicht auf eine 10 beeindrucken. Also das funktioniert bei mir nicht. So schnell gibt es hier keine 19 Punkte. Nee, nee. Ein paar Kleinigkeiten hat er ja dann auch für sich gefunden. Aber trotzdem sage ich, es wird eine gute 8 oder so sein oder eine 7. Schlechter nicht. Fehlt noch Holgers Meinung zu seiner Ochsenschwanz-Konsommee mit Kräuterflädle. Was ich schön fand, es wurde direkt am Tisch eingegossen. Sowas finde ich immer cool. Also Konsommee steht für Kraftbrühe und hier ist Kraft durch und durch. Nicht nur in der Farbe, sondern auch im Geschmack. Ich würde auch sagen, das ist schon im oberen Grenze, was die Würze angeht. Mhm. Es waren keine Trübstoffe drin. Sie war schön klar. Und das Fleisch ist halt wirklich mit Sicherheit über eine längere Zeit ganz sachte gegart. Also es ist wirklich super weich. Und wenn er das Fleisch von dem Ochsenschwanz genommen hat, man hat gemerkt, wie lange es quasi gegart wurde. Es war schön zart. Und das war fachlich alles korrekt. Das ist halt der Slowfood-Ansatz, dass man quasi alles vom Tier auch mit verwendet. Ja. War er, das hat mich überrascht, hat Fenchel reingetan. Ja. Er hat auch Ingwer mit hineingegeben, okay. Eine gewisse Wurzel reinzubringen. Und auch Pastinake noch mit reingewürfelt. Er findet, es rundet ab. Also ich würde es jetzt nicht anmachen. Hier geht es ja nicht darum, dass Dinge reinkommen, damit man sie einzeln rausschmeckt. Es geht darum, dass du den Grundgeschmack in diese Suppe hinein bekommst und das scheint ziemlich gut gelungen zu sein. Diese ganze Arbeit müsste doch mit einer ordentlichen Tendenz belohnt werden. Ich war sehr begeistert und war bei einer 9 als Tendenz. Bei mir auch eine 9 mit einer Tendenz zur 10. Meine Tendenz ist 8. Ich denke, du hast noch eine Menge Luft nach oben und deswegen kriegst du von mir eine 8 als Tendenz. Okay, ganz lieben Dank. Bis dann. Die Tendenz fühlt sich super an. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin happy, dass es durch ist. Es hat Ihnen geschmeckt. Das ist erstmal die Hauptsache. Kann ich mal durchatmen. Finde ich gut. Da gibt's auch nichts. Ne? Das sind nur noch kleine Nuancen, warum man 8 oder 9 gibt. Ich finde das super. Also eine 7 hätte es nicht verdient. Mehr will Alex jetzt bei den Hauptspeisen rausholen. Servus, Alex. Carsten. Ich bin hier schon mittendrin, ne? Und nur dabei. Komm mal her. Das wären Rinderrouladen, gehe ich von aus, ne? Das ist richtig. Ich habe jetzt mal Oberschale, sehe ich schon, genau. Schön plattiert. Bisschen was. Ich habe sie gar nicht mehr plattiert. Ich krieg die wunderbar geschnitten, ne? Mein Gott, eine schöne Rinderroulade, Mensch, da lasse ich auch alles für stehen, ne? Du brauchst einfach ein gutes Rindfleisch, ne? Und da hat er ja einen Metzger, die schön füllen, schön zart rollen, binden, wenn du ganz viel Leidenschaft hast. Ich sage immer, das hier ist das einzige Stück Schwein, was ich verarbeite, so ein bisschen Bacon. Also ja, gar kein geräucherten auch, ne? Speck. Also manche würfeln den ja, aber es gibt ja viele, die es nicht mögen. Ne? Und dann ist es gut, wenn man den Bacon hat. Ja, hat es den Vorteil, das ist so flach, das ist durch das Schmoren weg. Das findest du nicht mehr. Ich habe eine Mischung, ne? Süßer Senf, Dijon und Bautzen. Man hat die Körnigkeit vom französischen Senf, die Süße von dem bayerischen Senf und die Würze vom sächsischen Senf. Ich finde diesen Senfmix perfekt. Das Ganze wird gepfeffert und von Alex ordentlich mit Gurken und Zwiebeln belegt. Aber du machst schon ganz schön Ladung rein. Ne? Der alte Herr ist immer ein bisschen sparsam gewesen mit der Zwiebel. Ja. Und genau deswegen mache ich es nicht. Ich mache Doppelzwiebel rein zu essen. Mit der Roulade, ne? Von nichts kommt nichts. Ne? Und da stopft doch schon ein bisschen was rein. Zwiebeln sind ja wie so ein Aromat, wie so ein natürliches Glutamat. Ja. Die bringen, wenn sie dann gegart sind, Süße rein, die bringen Würze rein, ne? Und bringen auch noch ein bisschen den Biss rein in die ganze Geschichte. Der Alex, dafür, dass er kein gelernter Koch ist, arbeitet er wirklich hervorragend, fachlich gut. Anbraten, rausnehmen, Gemüse, Ansatz wie bei einer Soße machen, Rouladen zurück, auffüllen, schmoren. Dann hast du so ein schönes Involtini auf Deutsch. Die Rouladen sind somit tadellos. Was gibt's denn eigentlich als Beilage? Ich habe was vergessen. Wir machen da auch noch grüne Klöße. Erst mal mit deinem dicken Bauch hier an die Wanne. Okay. Dann hält die Wanne quasi an der Maschine. Und die macht die Kartoffeln kurz und klein. Der überwiegende Teil des Kloßes ist roh. Da haben wir ja hier schon, da fehlt aber der gekochte Teil. Ja. Den habe ich hier hinten schon mal vorbereitet. Ist ja zwei Drittel, ein Drittel ungefähr, ja, so, ne? So Pi mal Daumen. Und während die jetzt noch kochen, presse ich die aus. Weil hier muss jetzt schnell die Stärke raus, sonst wird die ganze Masse braun und dann sieht der Kloß nicht mehr schön aus. Stimmt, alles in Ordnung, alles super. Nach und nach kommen die ersten Teller. Nur der letzte lässt etwas auf sich warten. Dass die Speisen nacheinander an den Tisch kamen, fand ich ein bisschen schwierig. Slow Food ist das auf gar keinen Fall. Nein, also, das ist einfach nur Organisation. Keine Sorge, da ist er ja. Mein Gott, ist ja nicht so, dass du eine halbe Stunde jetzt wartest. Klar, will man zusammen essen, aber das ist ja gleich unmittelbar hinterhergekommen.
Also ich finde ja sogar, die Soßen sehen unterschiedlich aus. Ne? Das ist ja schon mal großes Kino. Dann Film ab für Carsten und sein rosa Rehfilet auf Sellerie-Püree, Rosmarin-Polenta und gebackener rote Beete. Mein Rehfilet, wirklich auf den Punkt gegart, sehr lecker. Eventuell Mühe mehr Röst darum, dass man ein bisschen heißer kurz angeschossen hätte. Diese Kraft macht die Portweinschühe wieder weg. Die hat einen Bums und eine Farbe. Und wenn man die probiert, ist die fast schon sirupmäßig. Super lecker, aber in der Soße liegt auch schon mein kleiner Kritikpunkt. Ich bin kein so ein Freund von diesen ganzen Wacholderbeeren. Man kann sie raussortieren. Ich bin immer wieder, wo ich sage, auf den Teller, die Sachen möchte ich alle essen. Wacholderbeeren, ja, das mag ich auch nicht drin haben. Ne? Das war bei mir auch nicht. Ich glaube, die hat sich eher verirrt. Das Sellerpüree hat eine schöne Struktur. Hatte ganz kleine Kügelchen, auch noch eine Kartoffel oder zwei Kartoffeln mit reingekocht. Nur als reiner Sellerie wäre es relativ wässrig gewesen. Er hat eine feine Polenta genommen und diese Medaillons hat er von beiden Seiten angebraten. Hat dadurch ein schönes Restaroma bekommen, eine schöne Karamellnote und macht natürlich auch das Ganze dann ein bisschen knusprig. Ein Highlight für mich sind die roten Beete. Und hier hat er sie gebacken, die rote Beete. Ist sehr weich, sehr schön. Klebt dann auch am Gaumen, weil es außenrum so leicht karamellisiert und gibt einen sehr interessanten Kontrast so zum Reh. Ich habe es so gebacken in der Art, wo noch nicht gegessen. Deswegen, ich bin soweit vollumfänglich zufrieden. Die Dialekte sind schon lustig. Ne? Also er ist vollumfänglich zufrieden. Also ganz, ganz süß. Ne? So, und die rote Beete kommt genauso gut an wie bei mir. Ne? Und sie ist auch nicht zu trocken, kein Wort davon. Extra Soße wird serviert, haben alle gelobt. Ne? Alle Tipps umgesetzt und große Begeisterung am Tisch. So, warten, ob Lars die teilt. Bei der Niederzwönitzer Rehkeule mit Semmelknödel und Rotkraut. Rehkeule ist vom Grund auf eher schon ein sehr trockenes Fleisch. Man kriegt ein bisschen mehr Soße, das ist okay. Ist gut gewürzt. Hier hat man einen ordentlich kräftigen Wildgeschmack. Die Rehkeule und die Soße macht dann ein gutes Gefühl im Mund. Ja. Und wenn man sie vielleicht noch ein bisschen dünner schneidet, dann kommt das Gefühl noch schneller zutage. Die Soße selber ist dadurch etwas dünner gehalten. Finde ich gut. Die muss mir die Feuchtigkeit für die Keule zurückgeben. Hat aber einen guten Geschmack, ist gut gewürzt mit den klassischen Wildgewürzen. Aber ich möchte auch, dass man mal wegkommt von diesen klassischen deutschen Wildgewürzmischungen. Ich sollte aber nicht so sein, dass die Eckdaten der normalen standardgelernten Gewürze im Kopf komplett wegbleiben. Der Semmelknödel, da ist mir schon mal vom Grundsatz her zu wenig Struktur aus. Das ist zu glatt und mit Semmelmehl bloß ein bisschen aufgefüllt. Das ist die Masse zu weich, ich mag es fluffiger. Kräuter sind drin, was mir fehlt, Majoran. Und sonst? Trockener Rotkohl im Erzgebirge. Das geht nicht. Im Erzgebirge muss der Rotkohl eine leicht schlotzige Konsistenz haben. Die Rotkohlbrühe muss dran sein. Er hat ihn ganz einfach warm gelegt und die Flüssigkeit ist einfach obenrum weggegangen. Die Stückelung ist okay. Und was mir ganz total auf die Füße fällt, es ist zu viel Wacholder dran. Die Schlotzigkeit, da hat er recht, sehe ich auch so. Die Stückigkeit ist gut. Geschmack kann ich jetzt nicht sagen, aber es wird dann auch schon was Wahres dran sein. Den Semmelknödel, der schaut für mich eigentlich sehr luftig aus. Naja. Alex hat da noch ein paar Fragen. Wie schmeckt's euch? Habt ihr Feedback für mich? Holger hat noch nichts gesagt zu seiner Rindsroulade mit grünen Klößen und Rotkraut. Roulade schmeckt sehr gut, schön zart, schön gegart. Du hast alles drin, was in eine Roulade gehört. Dann haben wir den Kloß. Ich hätte mich gefreut, hätten wir hier ein paar Croutons mit drin. Einfach ein bisschen in Butter geschmeckt, ein bisschen Salzpfeffer noch mit rein. Macht das Ganze ein bisschen fluffiger, weil er schon recht kompakt von der Konsistenz ist. Was den Kloß angeht, haben wir es immer ohne Semmel gemacht, weil wir dann das Gluten nicht mehr haben. Und da ist der Kartoffelkloß natürlich super, weil er eben kein Kartoffel ist. Deswegen lassen wir es dann weg. Ob ich es jetzt für alle Gäste ohne Croutons machen würde, nur weil einer dabei sein könnte, der jetzt Gluten hat. Das ist schon viel schöner, wenn du den Kloß aufziehst und du hast halt nochmal ein schönes Crouton drin, was durch Butter gezogen wurde, ein bisschen Salz, Pfeffer mit dran ist. Das macht den Kloß einfach wesentlich geschmackvoller. Beim Rotkraut ist es so, es ist halt recht trocken. Ja, da ist ja mal ein Fond, der beim Kochen mit entsteht. Die Stärke hättest du ja theoretisch beim Kartoffelkloß auch übrig gehabt. Es ist von der Würze ein bisschen wacholderlastig. Ja, man hätte vielleicht noch ein bisschen mit Apfel arbeiten können oder vielleicht mit Apfelsaft, ich weiß es nicht. Also Apfel ist sehr viel drin. Ich mache den Ansatz mit Apfel. Mach nur dann keinen Apfelmus oder irgend sowas rein, um da so eine Schlotzigkeit reinzubringen. Ich finde es toll, wenn Äpfel drin sind als Stücke. Ich mag leichte Preiselbeernote in meinem Blau- und Rotkraut. Ist aber kein Muss. Aber diese Schlotzigkeit sollte schon aus meiner Sicht da sein.
Robert war mehr nach Fisch. Er hat die Dorade mit Sesamkruste auf Beluga-Linsensalat und Sellerie-Kokosstampf. Ich finde es wirklich schön, wie viel Mühe du dir gegeben hast, das Gemüse in den Linsensalat zu schneiden, weil die Rauten, ist wirklich echt toll. Und der schmeckt auch wirklich geil. Also schmeckt wirklich gut. Hat eine schöne Säure, ist nicht zu viel. Die Säure bei den Linsen kommt vom Balsamico. Wahrscheinlich den Balsamico reduziert und dann die Linsen gekocht in der Brühe. Den Sellerie-Kokosstampf finde ich zwar sehr mild, aber sehr lecker. Nie gedacht, dass Sellerie und Kokos so gut zusammenpassen. Und die Kruste war schön, mit dem Sesam auch. Das war top, war auch schön knusprig. Der Fisch war super gebraten vom Gargrad her. Ich habe halt nur eine Kritik, weil war der Fisch wirklich zu unterwürzt. Da hat echt Salz gefehlt. Tut mir leid. Die Kruste ist ungesalzen. Ich salze das nur auf der Innenseite, wenn ich ihn stehen ziehen lasse. Mhm. Und da wirklich ganz dezent, weil ich ein bisschen Schiss habe. Wenn du das also mit dem Linsensalat zusammen isst, hast du wieder ein bisschen Würze mehr am Fisch. Aber wenn der Fisch bei sich ist, ja, okay. Genau, der Fisch braucht. Aber ganz ehrlich, Leute, man isst ja diesen Fisch mit den Linsen zusammen. Das ist immer das zum Ersten. Und wenn es nur um Salz geht, dann sage ich da, wieso steht denn da Salz? Ich kann es auch schon nicht mehr hören. Was ich hier bemerkenswert finde, wie der Alex damit umgeht. Ne? Ja, er lehnt sich nach vorne, gibt dem Ganzen recht. Das ist super, so macht man das. Oh, Alex. Holger. Schön in deinen heiligen Hals. Bist du auch mal hier, das ist doch schön. Du siehst Ei, du siehst Sahne, du siehst Vanille, was wird's? Spinat. Fast. Es wird Creme Brûlée. Sehr gut. Jetzt schauen wir mal. Ich gehe davon aus, dass der Alex sein Handwerk da auch gut meistert. Ich habe hier so ein Grundrezept in der Birne, ja. Aber ich mache es aus Salamengen. Ja, also ich finde es gerade im Dessertbereich schon eher schwierig, das so frei Schnauze zu machen. Ja? Weil es ist halt schade, wenn es dann, sag ich mal, in die Hose geht, Geld ausgegeben. Und er hat ja immer so den Eindruck gemacht, dass er ziemlich perfektionistisch auch arbeitet und arbeiten möchte. Wenn ich ein Creme Brûlée jeden zweiten Tag mache, dann weiß ich genau, wie viel Flüssigkeit, wie viel Eier, wie viel, das ist ja dann auch ein Rezept. Zunächst Eigelb trennen, dann Sahne, Milch, Puderzucker und Vanillepulver hinzugeben. Warum nimmst du keine frische Vanilleschote? Eine frische Vanille, ich kann das nicht mahlen. Ich habe keine Lust und Zeit, sie in ein Zuckerfass zu stecken, um dann Vanillezucker draus zu machen. Finde ich in dem Moment nicht schlimm, da er ein sehr gutes Produkt hatte, was er als Ersatz genommen hat. Das ist schon auch in Ordnung. Ich finde die frische Vanilleschote trotzdem aromatischer und da, aus meiner Sicht kommt da mehr rüber. Er ist aber in Ordnung. Wenn jemand glaubt, dass das jetzt somit günstiger ist, der liegt übrigens falsch. Das Gemisch gibt Alex in die passende Form. Und wie schlägt sich der Autodidakt? Und dann auch jetzt alles richtig. Ne? Es wird gebacken in trockener Hitze in einem Wasserbad steht die Creme Brûlée, um dem Ganzen wieder ein bisschen Feuchtigkeit zurückzugeben. Für die Frische sorgt ein Apfel, auch in flüssiger Form. Wenn der Apfelsaft dann eingekocht ist, dann lasse ich den ein bisschen abkühlen und gebe hier so einen x-beliebigen alkoholfreien Gin. Also ich bin jetzt kein Freund von alkoholfreiem Gin. Daher ich bin gespannt, wie es dann. Ja, weißt du warum? Ich war so hin und her gerissen. Da dachte ich, okay, wir haben auch Kinder oder Leute, die vielleicht Alkohol nicht mögen. Und warum immer Alkohol ins Dessert und so? Ich finde ihn pur zu trinken widerlich. In dem Fall hast du es zu marinieren genommen, weil er auch sagte, wir haben auch Kinder, der einfach im Endeffekt nur noch so ein bisschen eine Wacholdernote mit reinbringt. Also den Ansatz Dessert mit dem alkoholfreien Gin finde ich gut. Hab da schon mal was vorbereitet, hab die Kugeln da reingemacht, den Extrakt, hab das vakuumiert und lass das aber nicht so lange ziehen. Freue mich auf die Creme Brûlée. Und ich beeile mich, dass es gleich losgehen kann. Das wäre super. Cool. Bis gleich. Bis gleich. Bei den Nachspeisen entfällt die Wartezeit. Für Holger gibt's sogar ein Eierlikörchen. Den machen wir selber, der ist jetzt hier ein bisschen angewärmt. Vielen lieben Dank. Viel Spaß damit. Dankeschön. Wir starten aber bei Robert. Der hat Lust auf Mousse au Chocolat mit Waldbeergrütze. Wir haben ein wunderschönes Schokomousse, was richtig Bombe ist. Das sieht man auch direkt, wenn du hier weggehst mit den Nocken, wie die Luft eingearbeitet ist. Wunderbar cremig. Ich denke mal, er wird es mit einer Schokolade gemacht haben, die einen sehr hohen Kakaobutteranteil hat. Und das hat dem Ganzen richtig Kraft gegeben, auch schwer gemacht. Aber eben durch diese Luftigkeit und durch diese Cremigkeit hat sich das wieder ein bisschen weggenommen. Also das Mousse war wirklich super. Dann haben wir hier ein paar verschiedene Beeren. Würde ich jetzt eher fast ein bisschen sagen, es ist ein Kuli, aber es schmeckt halt wirklich nach Beere, nach Säure. Mit Kuli meint man eigentlich eine dickflüssige, eigentlich Fruchtsoße. So dick war sie auch wieder nicht, weil es war ja alles Grütze drauf. Aber es ging in die Richtung Kuli. Das mit dem Mousse zusammen, super Kombination. Ein reines Kuli ist ja jetzt stückfrei
und auch nicht abgebunden. Ne? Und eine rote Grütze ist abgebunden, ganze Früchte drin. Fruchtig ist's auch bei Carsten und seinem Crumble mit Eibenstocker Heidelbeeren und dem guten Eierlikör. Ich kenn's als Kind, da gibt's Blaubeergätzen, da gibt's Blaubeerkuchen und da gibt's alles irgendwie mit Heidelbeeren. Einfach typisch und jeder Erzgebirgler liebt die. Crumble ist im Endeffekt ein Streuselkuchen ohne Boden, mehr oder weniger. Mir ist ein bisschen zu wenig Crumble drauf. Die Heidelbeeren sind ein Tick zu sauer, ich glaube, ein bisschen zu viel reduziert. Wenn die als Label mehr Süße reinkriegen, so hat wie so eine Heidelbeermarmelade. Ich hätte vielleicht eventuell mehr Zucker reingemacht. Ich denke, er hat ein bisschen Vanille dran, weil das Ganze einfach abrunden würde. Ich habe hier noch ein bisschen was an Haferflocken oder irgend sowas drin, die das Ganze noch ein bisschen unterstützen. Ich finde das prinzipiell eine schöne Idee, weil die Haferflocke dann nochmal eine Struktur reingibt, eine Vollkornkomponente darstellt und man damit noch den Slowfood-Gedanken wieder mitträgt. Du kannst alles reinhauen, ne? Warte. Willst. Ne? Ich wäre zufrieden, wenn das gut schmeckt. Fertig. Da komme ich gar nicht auf die Idee, was noch rein hätte können. Der Eierlikör, sehr, sehr lecker. Man schmeckt auch wirklich die Eier schön raus. Und das Beste daran ist eigentlich, dass der Eierlikör warm gemacht wurde. Die Zunge nimmt warme Geschmäcker viel besser warm als kalte. Und so ein warmer Eierlikör geht auf der Zunge auf. Das ist einfach nur genial. Summa summarum, ein sehr gutes Dessert. Also das brauche ich jetzt nicht. Ich brauche den nicht warm. Nee, nee. Aber läuft gut. Ne? Machen wir uns jetzt nichts vor. Ne? Creme Brûlée fehlt, oder? Genau, für die haben sich Holger und Lars entschieden. Zweimal Creme Brûlée und Apfel. Klassisch serviert, wie erwartet, aber auch wieder komplett schnörkellos. Keine Obstdeko, keine Minze. Es ist halt eine super geile Karamellschicht hier oben drüber. Die ist gleichmäßig dick, die ist schön in der Farbe. Die Creme Brûlée ist süß, vanillig. Die Creme ist jetzt nicht komplett festgestockt. Also es ist nicht wie ein Pudding, sondern schön wie eine Creme geblieben. Mit Vanille hat er überhaupt nicht gegeizt. Es ist teuer, aber es hat sich gelohnt vom Geschmack her. Zum Apfel. Gibt eine schöne Frische ab. Wenn man Zitronensaft noch mit reingießt, gibt es hier einen schönen Kontrast zum Karamell. Es ist tatsächlich keine Zitrone dran. Er hat den Apfelsaft genommen und hat das Ganze dann mit einem alkoholfreien Gin dran gegeben. Also du müsstest eigentlich ein bisschen Wacholder mit im... Da habe ich jetzt nicht rausgeschmeckt. Da bin ich doch eher weniger kinderfreundlich. Also ich mag das dann doch als Erwachsener gerne mit Alkohol mariniert. Das ist eine schöne große Menge. Das mit dem Apfel als frische Komponente kann man nichts sagen. Der Alex hat aus meiner Sicht noch mal richtig abgeliefert und wird auch seine Punkte kassieren. Vorher zaubert er die Rechnung aus dem Hut. Wir haben heute eine Gesamtrechnung von 180,70 Euro. Davon 137,90 für das Essen und 42,80 für die Getränke. Also vollkommen in Ordnung. Und da kann auf jeden Fall noch die eine oder andere Stellschraube setzen bei den Preisen, weil da sollte er sich auch nicht unter Wert verkaufen. Das ist wirklich für das, was der da abliefert, ein sensationeller Preis. Ne? Also, aber okay, die haben alle tolle Preise gehabt die Woche. Ne? Durchweg gelungener Abschluss unserer Woche. Absolut. Ja. Dafür sollten die vier nochmal ordentlich die Punkte springen lassen. Also ich möchte die 34 möchte ich gerne haben. Wärst du sonst geknickt? Dann würde ich sofort gehen. Ich glaube, 34 sollte drin sein. Das ist ein guter Anfang. Lars hat mir 8 gegeben. Für deine heutige Leistung gebe ich dir gute 8 Punkte. Eine 8. Robert, gib mir die 8. 8 Punkte für dich, mein Lieber. Mach weiter so, bleib so, wie du bist. Eine 8. So, ein Zufall. Holger, gib mir die 8. Von mir bekommt ihr sehr, sehr gute 8 Punkte. Eine 9. Ja, das ist von Carsten. Da freue ich mich. Gerechtfertigte 9 Punkte. Das ist jetzt hier vielleicht 8,4. Nee, ist gut so. Ist gut so. Danke. Danke. Quasi ein Punkt unter dem, was er haben wollte. Ne? Wollte er nicht gehen? Oder wie war das? Nee, geht ja nicht. Ne? Also, wir haben einmal 32, wir haben jetzt einmal 33, wir haben 2 mit 34 und einmal 36. Und jetzt komme ich. So stark, wie die Woche angefangen hat, endet sie auch. Alex erkocht sich in der Börse 33 Punkte. Aber das letzte Wort vom Profi ist noch nicht gesprochen. Am Montag lud Holger in die Hesse-Bar. So, lieber Holger, ich sag dir was. Wäre ich in eurer Region, wäre ich Hessebar-Gast. Gefällt mir gut. Man kann schön in die Küche schauen. Mit dem Hannes hast du einen super Koch da am Start, der wirklich richtig gut kochen kann, Herr Kollege. Danke. Ist gut gelaufen, würde ich sagen. Ne? Bei Backfisch, bei dem Thema, da würde ich mich gerne nochmal mit euch unterhalten. Aber insgesamt coole 8 Punkte. Dienstag kochte Robert im Zum Amtshof.
So, lieber Robert, für dich und dein ganzes Familienteam mal grundsätzlich Daumen nach oben. Ne? Ihr haltet die Fahnenstange hoch, das ist klasse Tradition. Und doch darfst du als Jüngster dich ein bisschen austoben. Klasse. Fleisch war dann besser in der Hauptrunde, habe ich mitbekommen. Röstzwiebeln, das hast du auch noch gehört. Alles in Ordnung. Insgesamt für mich richtig gute 8 Punkte. Dankeschön. Bei Lars im Artischock wurde es Mittwoch herrschaftlich. Ja, Lars, ne? Jetzt zu dir und dem Restaurant Artischock. Ich hab's gelernt, ja? Ihr passt irgendwie wie die Faust aufs Auge, ne? Wie du da gesessen bist und so. Ich dachte, Menschenskinder, ne? Der passt da rein. Der Herr Berufsschullehrer hat sich dann ja herausgestellt, dass du IHK-Prüfer bist, ne? Jetzt prüfe ich dich. Sehr geehrter Lars, ich darf Ihnen mitteilen, dass Sie Ihre Prüfung geschafft haben. Sie kommen bei mir mit richtig starken 9 Punkten durch. Sie haben den Tafelspitz ja beim Haupttag auch hinbekommen. Danke. Zum Adam und zu Carsten ging es gestern. Ja, lieber Carsten, ne, du hast da mit deiner Frau wirklich was richtig Cooles aufgebaut. Mein Lieber, ne, was ihr aus dem Bolzplatz, ja, aus einer Bolzplatz-Kneipe gemacht habt. Ne? Stark! Die Reise auf dem Teller, das funktioniert. Seit so vielen Jahren habt ihr eure Stammgäste zu Recht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Hier, hör mal, die Dame in der Küche, ne? Nicht gleich beleidigt sein, wenn nur irgendwie jemand das nicht passt, ne? Hast du mir die Kurve bekommen? Also Leute, von mir insgesamt für alles 9 Punkte. Finale war in zur Börse von Alex. Lieber Alex, tolles Haus, tolles Restaurant. Ich habe mich unglaublich wohl gefühlt und das in der ersten Sekunde. Ne? Bist auch ein geiler Typ, muss ich sagen. Fünfte Generation, was für eine Geschichte und dann alle ungelernt. Ne? Aber pff, du hast es in dir drin, ne? Du hast die Koch-DNA, also würde ich sagen. Sehr puristisch, sehr schlicht, aber trotzdem cool gekocht. Insgesamt für mich richtig gute 8 Punkte. Mit 45 starken Punkten geht der goldene Teller an Lars und sein Team im Artischock nach Hartenstein. Herzlichen Glückwunsch! Yeah!